Du hättest es sagen müssen. Warren, ich... Wieso sagst du mir nicht, dass du todkrank bist? Tut mir leid, Junge. Tut mir leid. Ich wünschte, ich hätte es dir erzählt. Von wem hast du es? Ich hörte es von Frank, dem Milchmann. Er sollte es niemandem sagen. Niemand sollte es wissen. Nicht Laken, nicht deine Mutter, nicht einmal Minx. Ich wollte es einfach nicht. Tut mir leid. Wieso? Was hast du denn, Dad? Sie haben gesagt, ein Aneurysma. Sie können nichts machen. Auch nicht operieren? Komm schon. Das Einzige, was ich nicht wollte, ist, dass jemand traurig darüber ist. Das ist doch der Grund für diese Party. Sieh mal, das hier ist die Einladung. Hier. Auf dieser Einladung steht, es wird ein Fest auf das Leben und genau das soll es auch werden. Du kannst mir einen großen Gefallen tun. Du könntest die Einladungen persönlich verteilen. Dad, auf gar keinen Fall werde ich hier die Ankündigung deines Todes verteilen. So solltest du das nicht sehen, Warren. Es ist eine Abschiedsparty. Und es kommen nur unsere engsten und liebsten Freunde und ich will, dass sie sich aufrichtig freuen. Ja. Aufrichtig freuen. Oh, Dad. Wir beide müssen stark sein. Komm schon, Mann. Nicht doch. Hör zu. Das passiert jedem Mal. Irgendwann haben wir das alle zu erwarten. Hey. Ich meine es ernst. Weißt du, ich habe dich immer geliebt. Und ich liebe deine Schwester und deine Mutter. Von ganzem Herzen. Verstehst du? Denk immer daran. Und jetzt verteilst du die Einladungen für mich. Ja. Ja, wenn du willst, tue ich das. Ja, ich bitte dich darum. Alle, außer die hier. Die eine werde ich persönlich abgeben. Jetzt gehen Sie wirklich zu weit. Ich weiß, dass du dir Sorgen um Ted machst, aber ich tue wirklich mein Bestes, um dich von ihm abzulenken. Und besonders von dem ganzen Verhör. Sophia, ich komme gerade vom Gericht. Ted, er ist... hör zu, ich komme gleich rüber und erzähle dir alles. Ich bin gleich bei dir. Ceci, wohin gehst du? Ich gehe zu Sophia. Ich komme bald wieder. Kann das nicht warten, ich will mit dir reden. Ich habe doch gesagt, es wird nicht lange dauern. Ceci, ich bitte dich, bleib hier. Jetzt nicht, Santana, ich habe es eilig. Schwerfallen, in dieser Stadt einen Job zu finden. Ach, beruhige dich, du kriegst sie. Nick, hier ist Kelly. Ich habe nur kurz was gegessen, aber ich gehe jetzt nach Hause. Ich hoffe, dass du auch gut nach Hause gekommen bist. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, außer danke, dass du versuchst zu verstehen. Nein, ich verstehe es nicht. Ich werde es niemals verstehen. Lasst mich in Ruhe, ihr werdet sie ganz sicher rechtzeitig kriegen. Machst du nicht mal die Tür auf, bevor du anfängst, Leute anzubrüllen? Hallo, Cruz. Hallo, Nicky. Tut mir wirklich leid. Kein Problem. Wen hast du überhaupt erwartet? Meinen Boss. Ja, ich weiß, dass man dich nicht einstellen sollte. Was ist denn passiert? Ich komme gerade zurück.
Ich bin froh, dich zu sehen. Die Verhandlung geht heute Nachmittag weiter. Das weiß ich. Dann kommst du also und machst die Fotos. Wieso machen sich alle Sorgen darüber, wie ich meine Arbeit mache? Ich bin nicht besorgt. Ich will bloß sicher gehen, dass ich die Fotos bekomme. Fotos von jedem im Gerichtssaal. Ist das ein offizielles Polizeiverhör oder nur persönliche Neugier? Ein offizielles Verhör. Weißt du, ich habe andere Fotografen gefragt, aber ich bin ganz besonders an deinen Fotos interessiert. Und warum? Ich habe eine Theorie über Christie. Irgendwie glaube ich, wer das getan hat, muss ihr ziemlich nahe stehen. Ich habe sie beobachtet. Sie scheint furchtbare Angst zu haben und ich will herausfinden, wieso. Du bist unbefangen. Ich kenne deine Fotos. Du fotografierst Menschen, wenn sie es nicht erwarten. Und vielleicht kann mir das weiterhelfen. Weißt du, das war ein guter Gedanke. Lass mal sehen, was ich bisher für Fotos gemacht habe. Also, Nicky, wieso warst du so aufgeregt, als ich gekommen bin? Persönliche Sachen. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich bin verliebt. Hals über Kopf. Jetzt gib mir einen Rat. Also warum denn das? Ich habe gehört, verliebt sein ist keine schlimme Sache. Besonders nicht bei der richtigen Frau. Es war vielleicht mein erster Fehler. Weißt du, es ist so, ich liebe Kelly. Na, das ist doch toll, Mann. Mit ein bisschen Glück könnten wir sogar Schwäger werden. Ist dir das klar, Nick? Das heißt, ich werde viel Glück brauchen, Eden vor den Altar zu bringen. Ach, du Witze, ich kriege keine Chance von ihr. Ich kann sie nicht haben, selbst wenn ich 100 Jahre alt werde. Aber sie ist die Einzige, die ich will. Du liebst doch Probleme. Da hast du ein Problem. Jetzt sag mir, Inspektor, was ich machen soll. Oh, warte mal. Worauf denn? Ich muss nur noch mal was nachsehen. Ich muss an meine Aktentasche. Mason! Es tut mir leid, Gina. Teds Verteidigung fängt heute Nachmittag an. Das hat Vorrang. Entschuldige mich. Bin ich nicht mehr schön? Nein. Oh, Lionel. Hallo, Sophia. Was willst du denn hier? Wieso kommst du her? Ich komme wegen der Einladung zu einer Party. Eine ganz besondere Party, kann man sagen. Ich will aber keine Einladung zu einer Party. Wer hat dich reingelassen? Ich kenne die Hintertür. Also, du musst sofort wieder gehen. Ich erwarte Cici, verstehst du? Ich werde nicht gehen. Erst sagst du mir, dass du zu dieser Party kommst. Sie wird ein Ereignis, das verspreche ich dir. Wenn du jetzt nicht endlich verschwindest, ist dir klar, dass du zu weit gehst. Ich würde nicht sagen, dass ich zu weit gehe. Oh, spar dir die Übertreibungen, bitte. Ich finde nicht, dass ich übertreibe. Ich gehe, wenn du versprichst, dass du zur Party kommst. Nein, das werde ich nicht. Ich werde zu dieser Party nicht gehen. Und ich will, dass du verschwindest und bitte benutze die Hintertür. Oh. In Ordnung, Lionel, das reicht. Ich habe jetzt wirklich genug davon. Oh, hallo. Hallo, Schatz. Tut mir leid, es ging sehr lange. Ruben hat mich noch aufgehalten. Oh, nein, nein, ist schon gut. Hast du irgendwelche Neuigkeiten von Ted? Also, war es so furchtbar? Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich wollte es dir nur persönlich sagen und nicht am Telefon. Also, raus damit. Was ist passiert? Ich bin schon sehr gespannt. Christie hat ihre Version leider nicht geändert, wie wir alle im Stillen gehofft hatten. Oh nein, armer Ted. Und Mason? Ted ist unheimlich enttäuscht. Ich fürchte, dass er vielleicht nicht durchhalten könnte. Oh, nein. Er verliert die Hoffnung. Nein, 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 das musst du verhindern. Es ist doch noch nichts verloren. Und Mason hat die Verteidigung noch nicht eröffnet. Nein, aber die traurige Wahrheit ist, Mason scheinen die Beweise auszugehen. Wir lieben Ted und wir wissen, er ist nicht fähig, sowas zu tun. Aber das ist kein Beweis. Ich wollte dich fragen, tust du mir einen Gefallen? Sicher, und was? Sprich mit ihm. Geh du zu Ted. Sag ihm, dass wir fest an ihn glauben und dass wir für ihn beten werden. Tust du das? Natürlich, Liebling. Ich wollte sowieso mit ihm reden. Was ist das? Lionel Lockridge lädt sie ein zu einer Feier des Lebens. Seltsam, nicht wahr? Wieso dich? Wieso verfolgt er dich? Ganz ruhig, Schatz. Ich weiß es auch nicht. Warren, ich habe dich gar nicht gehört. Was tust du hier? Ach, diese doofe Party deines Vaters. Das ist die deprimierendste Einladung, die ich je gesehen habe. Ja, ich soll sie für ihn verteilen. Oh nein. Eine Feier des Lebens. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Wieso greifst du Dad dauernd an? Ich meine, er will es gerne so und er will es auf diese Art. Reicht das denn nicht? Wieso bist du denn so aufgeregt? Es ist eine schreckliche Angewohnheit von dir, alles zu kritisieren, was er tut.
Kannst du dir denn nicht vorstellen, wie schlimm es für mich war, euch ständig streiten zu sehen? Ach, das machen alle Eltern. Sie streiten bis... Bist du erst Vater, wirst du es auch tun. Nein, ich nehme Rücksicht auf die Kinder. Werd bitte nicht lächerlich. Komm schon, wir lieben einander, das weißt du doch. Er ist nur manchmal ein wenig exzentrisch und schwierig. Ah, das ist deine Meinung von ihm, hä? Und was ist mit seinem hervorragenden Ruf? Ich finde, sehr viele Menschen respektieren und verehren ihn. Naja, die sind aber auch nicht mit ihm verheiratet. Weißt du, Mom, du gehörst zu den Menschen, die das, was sie haben, erst zu schätzen wissen, wenn sie es verlieren. Wieso kannst du nicht objektiv sein? Dad ist sehr intelligent. Er ist sehr klug. Er ist einer der charmantesten Menschen, die ich jemals gesehen habe. Er ist auch noch ein bisschen stur, manipuliert gerne und ist besitzergreifend. Das bedeutet nicht, dass ich ihn nicht liebe. Bei all seinem Charme sehe ich trotzdem noch seine Fehler. Mutter. Mutter, an deiner Stelle würde ich ihn schätzen, solange er noch bei dir ist. Was? Was ist denn los? Wieso ist diese Party so wichtig für dich? Ist sie nicht. Ich nehme Dad nur sehr ernst und das solltest du schnellstens auch tun. Wieso? Hast du mir sowas wie eine Frist gesetzt? Ja, mag sein. Warren, du redest sehr vage. Willst du mir irgendetwas sagen? Mutter! Ich finde, es ist besser, du hörst es von Dad. Ich nehme an, dass ihr doch zumindest noch miteinander reden könnt. Also, ich kann nicht sagen, dass ich glücklich bin über die Art, wie du mit mir sprichst. Ich habe noch was zu tun, okay? Santana, du bist hier? Warum gehst du nicht ans Telefon? Ich wollte eben rangehen. Ich schätze, der Anrufer hat aufgelegt. Wenn es wichtig war, ruft er nochmal an. Du siehst schlecht aus, Cici. Geht's dir nicht besser? Leider nicht. Ich dachte, du wolltest nach oben gehen und etwas schlafen. Wieso gehst du nicht? Nein, ich bleibe lieber hier in der Halle und ruhe mich aus. Santana, was ist los mit dir? Ich denke nur, du solltest nach oben gehen. Später. Nein, ich weiß nicht genau, wann mein Vater nach Hause kommt. Ich erwarte ihn nicht vor heute Abend zurück. Aha. Also, ich werde es ihm ausrichten. Ja, natürlich, gern geschehen. Na schön, Mason, jetzt reicht's. Ich will nicht, dass du ans Telefon gehst. Nichts kann uns mehr aufhalten. Diese ganze Sache sehr in Verlegenheit gebracht. Ich habe mit ihm geschlafen, mehr als einmal. Was ist dabei? Viel öfter als einmal. Erwartest du, dass ich schockiert bin? Ich bin's nicht. Ich bin nicht für Schuldgefühle. Du warst verliebt. Ja, stimmt, wenigstens ein Teil von mir. Und ich kann mich gut daran erinnern. Es war wunderschön, das weiß ich. Und es war so ähnlich wie bei Joe. Das ist einfach schrecklich. Du dir selbst. Ich glaube, ich war nicht loyal zu Joe. Du irrst dich. Denkst du, Joe hätte gewollt, dass du aufhörst zu leben, nur weil er tot ist? Das hat Mom auch gesagt. Das war ein guter Rat. Und willst du noch weitere Weisheiten von mir hören? Sei doch einfach verliebt in Nick. Jetzt. Ich bin es nicht. Ich bin nicht verliebt. Die andere Kelly war es vielleicht. Welche andere Kelly? Na, die aus der Geisterstadt, die lebte da. Das war ich aber nicht. Ich habe versucht, ihm das alles zu erklären. Wie hat er reagiert? Er war verletzt. Er war sehr verletzt. Aber ich hoffe, dass er es versteht. Hab keine Angst vor dem Glück, Kelly. Lauf nicht davor weg. Sieh doch eben, ich war wie ein Kind und er hat es nur ausgenutzt. Manchmal sollten wir zu Kindern werden, sie nur Cruz und mich. Dein Vorwurf ist ungerecht. Du warst verliebt in ihn, da bin ich sicher. Du wirfst ihm vor, dass er reagiert hat. Warum sollte er nicht darauf eingehen? Keine Ahnung. Ich bin immer noch verliebt, denke ich. Und dann wieder nicht. Eden, ich muss in die Klapsmühle. Aber du schaffst das schon. Ehrlich, glaube mir, ich bin deine große Schwester und garantiere dir, eine Beziehung kann nicht immer von Dauer sein. Aber du musst auf die Liebe hören. Das Leben ist viel zu schön, um einfach Zeit zu verschwenden. Verstehst du? Ah.
Die Ironie der ganzen Sache ist, dass sie sich wieder erinnert, was zwischen uns passiert ist und sauer ist. Das war das Einzige, wofür ich gebetet habe. Das macht alles so furchtbar. Naja, ihre große Liebe war Joe und sie wird ihn, obwohl er gestorben ist, ihr Leben lang nicht vergessen. Das weiß ich. Und als ich sie lieben gelernt habe, war Joe nicht existent für sie oder ihr Gewissen oder ihre Familie. Und jetzt glaubt sie, dass ich sie ausgenutzt habe. Immerhin hatte sie diese emotionale Leere. Sie ist zornig auf sich selbst und auf mich und sie findet, dass sie Joe betrogen hat, weil sie mit mir zusammen war. Tja, das ist eine heikle Situation. Also, Crooks, du kanntest Joe wirklich gut. Du hast alles erlebt. Du hast gesehen, wie die Beziehung zu Ende ging. Ja, ganz offensichtlich war es ein furchtbarer Verlust für sie. Weißt du, was sie immer noch glaubt? Was denn? Sie meint, sie habe Joe schon mal betrogen, und zwar damals mit Peter. Cruz, ich weiß, dass ein Teil von ihr das liebt, was zwischen uns passiert ist, und sie denkt darüber genauso wie ich. Aber irgendwas in ihr hasst es. Sie vergleicht mich mit einem Toten, und ich weiß nicht, ob ich fähig bin, diesen Mann zu verdrängen. Vielleicht schaffst du es nicht. Hey, das könnte leider sein. Gib mir einen Rat, ich habe schon genug um die Ohren und du bist mit allen Beteiligten befreundet, Cruz. Na schön, dann will ich dich was fragen. Wie viel bedeutet sie dir? Was willst du von ihr? Ah, nicht allzu viel. Nur den Rest ihres Lebens. Bist du sicher? Natürlich bin ich sicher. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so geliebt. Und ich weiß nur eins, sie ist die Einzige. Na ja, dann hast du wohl keine andere Wahl, nicht wahr? Du machst das schon. Ich würde wetten, du lässt dir was einfallen. Das Einzige, das mir einfällt, ist der Eintritt in die Fremdenlegion. Keine schlechte Idee. Hast du denn sonst keinen Plan? Nein. Gar keinen. Na ja, es ist mehr eine Art Wendepunkt und kein neuer Start, Gina. Ich weiß nicht, was der Grund dafür war, aber er hat seine Meinung geändert. Und ich finde es schwer, damit fertig zu werden. Ist das noch nicht alles? Es könnte wirklich gut gehen, Gina. Ich habe Einblick in alle Geschäfte und in alle Verträge. Das heißt, sehr viel Macht. Was ist denn mit Eden? Sie will die Geschäfte führen. Oh, ich weiß alles über Eden und ihre Absichten. Sie ist keine ernste Konkurrentin. Die Hauptsache ist, dass Ted erstmal freigesprochen wird. Die Familie kann dann wieder vereint sein. Manchmal habe ich Hoffnungen für diese Familie und Absichten. Mason, ich habe Absichten mit uns. Sophia ist für mich das Problem. Ich werde ihr nie verzeihen, dass sie meine Mutter vertrieben hat, aber ich kann es ertragen. So wie ich alles ertrage. 6 Monate Exil sind wichtig fürs Überleben. Das hat mir viel gebracht, oder nicht? Das ist schön. Und wenn du jetzt aufstehst, werde ich dir einen Gefallen tun. Weißt du, ich habe jetzt viel mehr Zeit, um Brandon zu sehen. Dad schont bereits seine Kräfte. Ich habe viel Kraft. Ich wünschte, du könntest das sehen. Tut mir leid, was hast du gesagt? Mason, du bist doch ein praktischer Mensch. Ich bin hier und ich will dich. Gina. Gina, was soll das? Ich warte darauf, dass du mich verführst. Nein. Nein? Wie meinst du das, nein? Ich meine nein. Ich denke, das ist keine gute Idee. Und ich finde, dass es nicht mehr in unser Spiel passt. Was willst du denn schon wieder? Ich habe immer noch nicht ausgeredet, Sophia. Lionel, würdest du aufhören? Bitte geh, du hast mich eben schon in Schwierigkeiten gebracht. Das tut mir wirklich leid, ich habe gewartet und CC ist weg. Ich muss wirklich mit dir reden. Würdest du mich reinlassen? Ach, Lionel, das ist lächerlich und das ist auch... Ist gut, komm rein, nur eine Minute, bitte, wirklich nur eine Minute. Ich fühle mich schon wie eine Art Verschwörerin bei einem Verbrechen, diese Heimlichtuerei. Was willst du von mir? Sophia, ich kann dir nur sagen, du hast recht, es war eine Frechheit, dich damit zu belästigen. Weißt du, ich wollte die Menschen um mich haben, die mir nahe waren und die mir noch nahe stehen. Und ich wollte sie noch einmal sehen, also verzeih mir, vergiss, dass ich dich jemals eingeladen habe, ja? Es war nur aus Eitelkeit, das sehe ich jetzt ein. Lionel, du sprichst in Rätseln. Ja. Also ich denke, ich habe kein Recht, dich damit zu belästigen. Es gab Zeiten während der Krise mit Augusta. Und später, als Layton so krank war, da kam ich zu dir. Da warst du mein Trost. Ich dachte, das könnte ich nochmal tun. Ich
Ich dachte an deine Kraft und dass du mich aufbauen könntest. Ich dachte, du würdest mir nochmal helfen, aber das war einfach albern. Vergiss bitte, was ich gesagt habe und entschuldige die Störung. Warte doch mal, Lionel. Was hast du diesmal für eine Krise? Ich verstehe das nicht. Ach, vergiss es. Es ist wirklich unwichtig, Sophia. Vielen Dank. Lionel, du benimmst dich sehr seltsam. Was soll das heißen, meine Freunde ein letztes Mal sehen? Kannst du mir sagen, was du damit meinst? Sophia, niemand ist unsterblich und auch ich bin da keine Ausnahme. Also, weißt du, das ist das erste Mal, dass ich sowas von dir höre. Ich habe es niemandem gesagt, außer Warren und Frank Armstead, dem Milchmann. Und sie werden nichts verraten. Warte mal, du erzählst mir, es weiß schon dein Milchmann? Wer auch immer dieser Mann ist, aber ich darf nicht darüber reden. Ja, ja, sicher. Er ist nicht nur ein Milchmann, er ist wirklich ein guter Freund und ich habe sein Wort darauf, dass er nichts verraten wird. Lionel, würdest du bitte mit der Heimlichtuerei aufhören und mir endlich sagen, worum es geht? Also gut. Das ist nicht leicht. Ich sterbe in Kürze, Sophia. Ich sterbe bereits, während wir hier miteinander sprechen. Du machst doch Witze. Glaube mir, das ist kein Witz. Das ist wirklich die Wahrheit. Warum solltest du denn sterben? Warum und woran? Sophia, ich weiß es von Dr. Biddles, meinem Arzt. Er sagte es, ich nehme an, zu einem Kollegen und er hat gesagt, ich habe ein Aneurysma im Gehirn. Und er gibt mir nicht mehr viel Zeit. Ich weiß nicht, wie lange und was immer das ist. Ich wollte ihn gar nicht erst fragen und ich glaube, ich will es auch gar nicht wissen. Du erzählst mir, du hast gehört, dass Dr. Biddles es gesagt hat. Und du hast es nicht überprüft? Ich hab's gehört. Weißt du, vielleicht hat er über jemand anderen gesprochen. Er hat sogar mein Telefon benutzt. Er hat gesagt, wie schade es wäre, dass ein Mann meiner Statur und was war das noch von meinem Prestige von so etwas getroffen wird. Ich will, dass du ihn sofort anrufst. Ich will, dass du das Telefon benutzt. Wieso? Los, frag ihn. Wieso? Na los, ruf an. Tu es für mich. Tu es für dich selbst. Immerhin hast du ein paar ernsthafte Fragen. Na los. Gut. Ich hoffe, du weißt, dass ich vorbereitet bin. Es war ein furchtbarer Schock, als ich es hörte, aber dann habe ich es verstanden. Bring dein Haus in Ordnung und... kann ich bitte mit Dr. Biddles sprechen? Ja, es ist wirklich sehr dringend. Es ist wichtig, dass ich den Mut behalte und mich an alles Angenehme erinnere, dass das passiert ist. Ich habe ein gutes Leben geführt. Dr. Biddles, ja, bitte, ich... ja, als Sie vor kurzem bei mir waren, Sie erinnern sich. Um mich zu untersuchen, da habe ich... ich habe leider Ihr Telefongespräch mitgehört. Sie haben über mein Aneurysma gesprochen, nicht wahr? Was? Was sagen Sie? Dr. Biddles? Also das bedeutet, ich bin nicht todkrank? Ich kann... also, das glaube ich nicht. Aber wenn Sie nicht von mir gesprochen haben, über wen dann? Und wieso höre ich das erst jetzt? Wie konnten Sie mir das antun? Ich habe nicht an der Tür gelauscht, Doktor. Ich habe es bei mir zu Hause gehört. Aber wer dann? Nein, nein, natürlich können Sie mir das nicht. Tut mir leid, das war eine dumme Frage. Hören Sie, ich kann das gar nicht so lustig finden, Dr. Biddles. Hinter mir liegen 7 qualvolle, lange Tage und Nächte. Ja, ja, ich weiß, ich danke Ihnen. Tut mir leid wegen der Störung, aber ich... vielen Dank, dass Sie Zeit für mich... mein Gott, ich werde weiterleben. Sophia! Ich werde nicht sterben. Ich bin gesund. Das habe ich mir schon gedacht. Oh mein Gott. Ich muss schnell zu Warren.
Also ich finde, du hast einen tollen Job. Überleg doch mal, was hast du vor 10 Jahren davon gehabt, als du einfach alles hingeschmissen hast? Das war was anderes. Ich war desillusioniert. Naja, ich wäre auch enttäuscht, wenn du alles hinschmeißen würdest. Du kriegst das schon hin. Deine Karriere geht nach oben. Du bist auf den Beinen und machst Fortschritte. Ich fände es lächerlich, alles aufzugeben, nur wegen Kelly. Aber Kelly ist diejenige, die mir den Glauben an mich zurückgegeben hat. Ich bin nur wegen ihr in der Stadt. Ganz genau. Und du solltest Kapital daraus schlagen und aufhören, dir selbst Leid zu tun. Es ist nicht deine Schuld, dass sie sich zurückgezogen hat. Es liegt an den Umständen und an ihren Problemen. Du hast keinen Grund, ihr Vorwürfe zu machen. Oder ihr Vorwürfe zu machen. Du weißt doch genau, Nick, wozu du fähig bist, Mann. Also wirf es nicht weg. Wenn du das tust, dann bist du ein Feigling. Und das sagt mir also ein Mann, der sein Mädchen gerade verlassen hat. Weißt du, so wie ich das sehe, Cruz, willst du Eden schnellstens vergessen. Oh nein, red jetzt nicht von mir und Eden. Ehrlich gesagt, ich denke, dass dein Ego und dein Stolz dich davon abhalten, wieder zu ihr zu gehen und dich zu versöhnen. Es geht so weit, aber du bist nicht auf dem neuesten Stand. Eden und ich sind wieder zusammen. Was sagst du jetzt? Oh, Cruz, das ist toll. Was ist passiert? Es passierte einfach so. Ich weiß auch nicht. Tag für Tag. Ich hatte keine Ahnung. Das sind tolle Nachrichten. Ich freue mich wirklich sehr für dich. Weißt du was? Das gibt mir Hoffnung. Wenn du es bei Eden schaffst, bin ich sicher, gibt es einen Weg für mich, auch Kelly wieder zu gewinnen. Es gibt 100.000 Wege, Nick. Und wenn du aufhörst zu suchen, dann findest du niemals einen. Du hast recht. Du hast absolut recht. Nun, wenn das erledigt ist, werde ich etwas Konstruktives beginnen. Du wartest hier. Wieso sagst du das zu mir? Ich erniedrige mich selbst. Wie kannst du mich ablehnen? Gina, es tut mir leid, wenn du findest, dass du dich erniedrigt hast. Also das hab ich. Ich wollte mich mit dir einlassen und du hast mich einfach nicht gewollt. Du bist ein Ekel. Gina, bitte beruhige dich. Ich kann nicht. Ich werde ausgenutzt. Ganz sicher nicht. Ungewollt. Das ist nicht wahr und du weißt, dass du Sex hast, Gina. Es wäre aber jetzt nicht richtig. Die Lage hat sich geändert. Welche Lage? Es ist doch so, Gina, dass du mich nicht bitte mehr willst. Setz dich erst mal hin. Nein, ich werde mich nicht hinsetzen. Na los, versuch dich weiter daraus zu reden. In Ordnung. Mein Vater hat meines Erachtens, und das war sehr schwierig für ihn, versucht sich wieder mit mir zu vertragen. Gina, die Auswirkungen davon sind so enorm und ich will das jetzt einfach nicht aufs Spiel setzen. Und sicher ist nichts gefährlicher, als mit seiner Frau zu schlafen. Und nur das macht dir Sorgen? Aber ich bin doch gar nicht mehr seine Frau. Ich trage doch nur den Namen. Und er liebt mich nicht. Er liebt Sophia. Er lässt mich sitzen. Und ich bin ein Dienstmädchen geworden. Wahrscheinlich nicht einmal das. Niemand will mich mehr. Nicht Cici, nicht du. Und ich werde nie mein eigenes Baby haben. Ich krieg keins. Aber ich kann auch immer lieben. Das ist die einzige Sache, die mich beruhigt, Mason. Bitte, Mason, bitte liebe mich. Bitte das eine Mal noch. Warte, woher hast du gewusst, dass es nicht mich betraf? Das sage ich nicht. Dr. Biddle ist mein Arzt und auch Cici's. Ist es Cici? Natürlich kannst du es nicht zugeben. Du musst es verschweigen, das kenne ich ja, ist es nicht so? Ich hätte es schon im Orient-Express wissen können. Er war so nett und so höflich und freundlich. Ich hätte wissen müssen, dass etwas Furchtbares passiert ist. Es ist schrecklich, so etwas zu sagen. Nein, ist es nicht. Ich sage dir eins. Ich dachte, ich wäre höflich. Ich war nett und höflich zu ihm, nur weil ich dachte, ich würde sterben. Aber ich werde leben und Cici nicht. Es tut mir leid, ich wollte dir wirklich nicht wehtun. Ich kann mir vorstellen, wie du leidest. Das ist nicht gerecht. Das kann doch nicht gerecht sein. Wir waren so viele Jahre getrennt, so viele verlorene Jahre. Und jetzt haben wir uns endlich wieder und lieben einander noch mehr. Lionel, ich werde ihn verlieren. Tut mir leid. Und das meine ich von ganzem Herzen. Wie lange müssen wir noch bezahlen für unsere Sünden, Lionel? Unsere Sünden, deine und meine, nicht Cici. Wieso soll er bezahlen? Wieso nicht ich? Sophia, hör mir zu. Ich weiß nicht, was mein Schicksal ist. Ich kann's dir nicht sagen. Aber ich weiß, dass es gut war, dass Cici und ich
zueinander gefunden haben. Wir waren ja zwei alte Feinde. Richtig? Ihr habt beide gedacht, ihr seid todkrank. Ja. Ja, vielleicht hast du recht. Aber weißt du, wenn wir das öfter täten, dann würden wir nicht so ein wertvolles Geschenk verschwenden. Durch Hass und Zorn. Ich wünschte mir für dich und Cici von ganzem Herzen Freude und Liebe für die ganze Zeit eures Lebens. Danke. Es tut mir so leid, dass ich... Ich habe einfach so losgeredet. Bitte vergib mir. Tja, ich sehe dich nicht mehr oft genug, weißt du das? Das ist allein deine Schuld, du bist immer beschäftigt. Da hast du recht. Hey, ich habe gesehen, dass Edens Augen wieder so glänzen und ich glaube, bei dir sehe ich's auch. Du bist also nicht gerade einsam. Das kann ich nicht leugnen, ich bin zurzeit sehr glücklich. Das finde ich toll. Gibt es irgendwas Neues bei Teds Verhandlung? Wir warten, hoffen und suchen. Da fällt mir ein, dass ich arbeiten muss. Vielen Dank. Einfach für alles, Cruz. Ach was, ich sehe dich nachher. Ja. War gut, dich zu sehen, Cruz. Du hast mir sehr geholfen. Also ihr zwei, macht's gut. Machen wir. Wiedersehen. Nick, können wir reden? Ich will so ehrlich sein, wie ich es nur kann. Das ist immer der beste Weg. Hör zu, ich weiß, dass du dich gesorgt hast um mich. Es war wunderbar und ich danke dir dafür. Nein, Kelly, ich bin der Glückliche. Ich denke, dass es besser für uns beide ist, wenn wir uns nicht mehr sehen. Ist gut. Ich dachte eigentlich auch schon dasselbe. Das Erlebnis in der Geisterstadt war sehr romantisch. Und dafür war ich schon immer etwas anfällig. Ich schätze, ich habe die Sache zu ernst genommen. Was haben wir beide getan? Ich liebe dich noch. Aber die Liebe, die wir hatten, war nicht, was du real nennst. Nick, es war so etwas wie ein Traum. Ja, finde ich auch. Genug davon, wir leben schließlich hier in einer furchtbaren Welt mit Stempeluhr, mit Mord, Arbeitslosigkeit. Daraus werden Pulitzer-Preisfotos gemacht, weißt du? Ich werde dir immer dankbar sein, weil mein Sinn für Ehrgeiz wieder aufgeweckt wurde. Wir bleiben Freunde, ja? Natürlich. Natürlich. Hör zu, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe noch einen wichtigen Termin. Ja, schon gut. In Ordnung. Pass gut auf dich auf. Du auch. Zu sehen. Dad, sagst du Mom, was hier los ist? Ich halte das nicht länger aus. Würdest du mir bitte sagen, was er meint, Lionel? Dad, sag Mom endlich den wahren Grund für die Party. Hast du die Einladungen schon verteilt? Ja, Dad, das habe ich getan. Ach, so ein Pech. Ich habe gar keinen Grund mehr für die Party, Vaughn. Es ist meine Schuld. Ich habe einen Fehler gemacht. Es ist... in gewisser Hinsicht ein wunderbarer Fehler, aber es ist ein Fehler. In allem? Ja, in allem. Entschuldigt mich, ich bin leider nicht das Orakel von Delphi. Könnt ihr mir vielleicht sagen, was hier los ist, Augusta, bitte? Augusta, tut mir leid.
Ich dachte, dass ich sterben werde. Augusta, ich habe erfahren, ich habe mich geirrt. Ich dachte, ich sei todkrank. Ich habe gehört, dass Dr. Biddles sagte, über einen unheilbaren Patienten mit einem Aneurysma. Und ich dachte, er meint mich. Und wenn Sophia nicht darauf bestanden hätte, dass ich bei ihm anrufe, würde ich es immer noch denken. Es ist wie die Auferstehung von den Toten. Das hast du wirklich gedacht? Was für ein schreckliches Missverständnis. Wie lange glaubst du das schon? Viele Tage. Oh, du meinst, diese Party sollte sowas wie ein Abschiedsauftritt werden? Ja. Mein armer Liebling. Dad, du weißt nicht, wie glücklich mich das macht. Oh, Warren, es tut mir so leid, mein Junge. Es tut mir so leid wegen der ganzen Sorgen. Leine? Ja? Du hast gesagt, dass Sophia wollte, dass du ihn anrufst. Sophia? Ach komm, bitte reg dich nicht auf. Du besuchst Sophia? Ich bin nur zu ihr gegangen, um die Einladung zur Party abzugeben. Und so habe ich es erfahren. Denn CC hat das Aneurysma. CC ist derjenige, der todkrank ist. Wir haben denselben Doktor. So habe ich es rausgekriegt. Vielleicht hat er Glück und erfährt nie die Wahrheit über dich und Sophia. Die Wahrheit? Die kennst du seit Monaten. Jedermann in Santa Barbara kennt die Wahrheit. Wovon redest du? Nicht die ganze Wahrheit, muss ich leider sagen. Eine Einzelheit kennt niemand hier. Welche denn? Was redest du da bloß? Dokumente, die wichtiger wären als deine Gesundheit. Diese schon. Das hier ist mein Testament. Ich korrigiere es, weil ich alles gerecht verteilen will. Weißt du, ich habe Mason wieder als Erben eingesetzt. Santana, ich will, dass du weißt, Brandon spielt eine große Rolle dabei. Freut mich. Vielen Dank. Aber du darfst nicht vergessen, es wird eine lange Gerichtsverhandlung. Du solltest dich vorher noch etwas ausruhen. Ich nehme an, du hast recht, das mache ich auch. Das hier kann noch warten. Oh Mason, es ist so schön, bei dir zu sein, auch wenn du das Ganze nicht gewollt hast. Das Feuer, das du in mir angezündet hast, geht nicht mehr aus. Gut, dann werden wir es auf ein Monument stellen, Gina. Wir nennen es das Grab der unbeachteten Frau. Millionen werden es besuchen. Mason, ich kann nicht leiden, wenn du sarkastisch bist. Ich weiß, dass du genauso aufgeregt bist wie ich. Also, es ist nicht schwer, das zu sehen. Und wieso auch nicht, Gina? Ich finde dich nach wie vor reizvoll. Auf eine wirklich überzeugende Art, aber nein, das Schicksal soll man nicht herausfordern. Wieso sagst du mir so etwas nur? Erst provozierst du mich und dann willst du mich überhaupt nicht mehr. Gina, ganz ruhig. Kann ich nicht Nein sagen, ohne dass du hysterisch wirst? Nein, du hast kein Recht, Nein zu sagen. Du willst, dass ich weckle, nicht wahr? Nein, nein, das will ich ganz sicher nicht. Der Gedanke, dass du Bleistifte verkaufst vom Fenster deines Luxuswagens aus, der wäre furchtbar und unerträglich für mich. Mason, mach keine Witze über mich. Das muss ich mir nicht anhören. Ich bekomme jeden Mann, den ich will. Hörst du mich? Oh, das ganze Haus wird dich hören, wenn du dich nicht beruhigst, Gina. Wenn du wirklich jeden Mann kriegen kannst, den du willst, dann ist die Antwort einfach. Du musst einen anderen wollen. Es amüsiert dich, mir das anzutun, oder nicht? Du findest es lustig zu sehen, wie Leute sich demütigen. Würdest du jetzt endlich zuhören, Madame Butterfly? Augusta, komm. Bitte bleib jetzt stehen, hör zu. Sage mir, was ist das für eine Einzelheit, von der du da dauernd sprichst? Reicht es, wenn ich sage, es zerstört CC, wenn er es erfährt? Viel wichtiger ist mir, dass du Sophia alles erzählt hast, anstatt zu mir zu kommen. Ich wollte doch nur deine Gefühle schonen. Verstehst du das denn nicht? Oh, du schonst mich und erhältst Sympathie von Sophia, habe ich recht? Wie lange denkst du, dass sie um dich trauert? Ich weine mir die Augen aus auf der Beerdigung und sie im roten Kleid flirtet mit dem Organisten. Das klingt wie in einem Groschenroman. Das sehe ich in Sophias Augen. Ach, komm schon, was für einen Unterschied macht das denn? Sie wird nicht um mich trauern. Ich bin ja gar nicht krank. Versuche nicht, das Thema zu wechseln.
Dein Tod ist für mich eine sehr persönliche, intime Sache und du hast kein Recht, damit zu einer anderen Frau zu gehen. Es tut mir aufrichtig leid. Das nächste Mal komme ich zuerst zu dir, wenn es soweit ist. Vielen Dank. Bitte fang nicht schon wieder mit deiner Eifersucht auf Sophia an. Ich habe einfach keine Kraft mehr. Es ist schwer, es nicht zu sein, wenn du wüsstest, was ich weiß. Bitte hör auf mit dem Unsinn und sag mir, welche Einzelheit du kennst oder glaubst zu kennen. Warum sagst du es mir nicht einfach? Also los! Ich bin verletzt. Ich bin ganz furchtbar verletzt. Aber ich sage dir eins, mein Lieber, wenn du es erfährst, dann wird es dich so betroffen machen wie nie etwas zuvor. Und es wird deine Denkweise grundsätzlich ändern. Für immer. Was habe ich getan? Ich frage mich, ob Brandon sie gehört hat. Gina ist Brandons Mutter. Er liebt sie. Wenn Cici Gina und Mason erwischt, das wäre furchtbar für Brandon. Mason, es tut mir leid. Ich wollte dich nicht anschreien. Du bist der einzige Mann, den ich will. Schau mich an. Sag gar nichts. Und schau mich an. Gina, das ist wirklich sehr albern. Los, sag mir, es ist nicht aufregend. Kelly, bist du da? Gina, bist du da drin? Geht's Kelly gut? Ist die Tür zu? Die Tür ist verschlossen. Los, lass mich rein. Ich habe einen Schlüssel. Wo ist der Schlüssel für die Tür? Ich habe ihn doch hier. Er versucht, die Tür aufzuschließen. Um Gottes Willen, zieh dich an. Nein, jetzt nicht. Gina, lass mich los. Gina? Kelly? Ich komme rein.